Herzlich willkommen allen Zuschauenden zu unserer Veranstaltung heute Green Deal im Fokus, unser Lunchbriefing, organisiert von der Vertretung des Freistaats Bayern in Brüssel bei der EU. Diesmal zum Thema Klimaschutz und Luftverkehr in Europa. Wie kann man nachhaltig durchstarten? Ich sage, es ist ein Lunchbriefing. Ein bisschen später als sonst sind wir diesmal in der Reihe. Ich hoffe, alle sind also inzwischen gut gestärkt oder jedenfalls noch dabei, sich zu stärken. Ich habe wieder die Ehre und die Freude, hier als Ihre Moderatorin agieren zu dürfen und kann gleich mal in dieser Rolle an die Staatsministerin, Frau Melanie Hummel, übergeben, Staatsministerin für Europaangelegenheiten und Internationales und Schirmherrin dieser Briefingreihe. Frau Hummel, wir legen los. Auch von meiner Seite ein herzliches Grüß Gott in die Runde. Ich freue mich, wir sind heute in der sechsten Runde beieinander. Das letzte Mal haben wir uns beschäftigt mit der kommunalen Daseinsvorsorge, auch ein ganz wichtiges Thema. Und heute geht es darum, wie sieht es mit dem Luftverkehr und eben Klimaschutz in Europa aus? Und wir haben ja gerade die Pfingstferien in Bayern so hinter uns. Wir haben gemerkt, dass die Flughäfen, das Reisen mit dem Flugzeug wieder steigt, dass hier eben viel mehr auch es genutzt wird. Und von daher die Frage natürlich berechtigt, wie sieht es denn jetzt mit Luftverkehr, mit Reisen im Flugzeug und mit dem Klimaschutz aus? Das Flugaufkommen ist noch nicht so hoch wie in Vor-Corona-Zeiten, aber wenn man sich die Zahlen angeschaut hat von heuer zu letztem Jahr, dann war es eine Verdopplung gewesen. Und dass eben auch der Flugverkehr, der Luftverkehr hier seinen Anteil beim Klimaschutz tut, ich denke, das ist für uns alle ganz klar. Aber wir müssen natürlich auch schauen, dass wir europäisch nicht im internationalen Wettbewerb nach hinten runterfallen. Was meine ich damit? Wenn es eben damit darum geht, die Reduzierung der CO2-Emissionen, dann ist es gut, wenn wir das einerseits europäisch lösen, aber andererseits müssen wir darauf achten, dass wir hier international unterwegs sind und reine Insellösungen in Europa dann dazu führen könnten, dass wir Wettbewerbsnachteile haben. Und da müssen wir, glaube ich, ganz, ganz gut aufpassen, dass wir eben hier diese Nachteile nicht haben. Das heißt, einerseits Klimaschutz, aber eben auch Wirtschaft miteinander zu denken, dass es eben hier wichtig ist, dass der Klimaschutz selbstverständlich eine hohe Priorität für uns hat, aber gleichzeitig, dass wir eben auch wollen, dass unsere Flughäfen weiterhin genutzt werden und es nicht so ist, dass man auf außereuropäische Flughäfen ausweicht, um eben das eine oder andere zu vermeiden an Vorgaben, die wir hier haben. Ich freue mich deswegen, dass heute ganz viele interessante Gäste mit uns diskutieren werden. Das ist zum einen mein Kollege Christian Bernreiter, der eine Keynote am Anfang uns hier zum Thema geben wird. Ich freue mich, dass er bereits das zweite Mal dabei ist. Ebenso, dass wir den Europaabgeordneten und Mitglied im Ausschuss für Verkehr und Tourismus im Europäischen Parlament Ismail Ertug hier in der Reihe dabei haben. Auch hier ein herzliches Grüß Gott. Ebenso, wir haben Dr.
Dr. Walter Götz, Kabinettschef von der EU-Kommissarin für den Bereich Verkehr, auch Ihnen ein herzliches Grüß Gott in dieser Runde und Jost Lammers, derjenige, der Vorsitzender der Geschäftsführung des Flughafens München ist. Und man darf noch gratulieren, denn seit Anfang des Monats auch neu gewählter Präsident des Bundesverband der deutschen Luftverkehrswirtschaft. Also auch in dieser Funktion ein herzliches Grüß Gott in dieser Runde. Und ich freue mich jetzt auf die Diskussion, weil ich glaube, dass dieser Wunsch sowohl privat als auch beruflich wieder auch mit dem Flugzeug reisen zu können, einfach bei den Menschen da ist. Und gleichzeitig wollen die Menschen aber auch die Nachhaltigkeit, wollen eben auch für den Klimaschutz mitsorgen. Wie kann das verknüpft werden? Das beschäftigt uns heute. Vielen herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, Frau Staatsministerin Hummel, für diesen Einstieg und den Auftakt zum Thema Klimaschutz und Luftverkehr. Dann hören wir jetzt erstmal eine kurze Videobotschaft von Christian Bernreiter, dem bayerischen Staatsminister für Wohnen, Bauen und Verkehr. Und danach geht's los mit der Paneldiskussion. Sehr geehrte Frau Staatsministerin Hummel, liebe Melanie, sehr geehrter Herr Europaabgeordneter Ertug, sehr geehrter Herr Dr. Götz, sehr geehrter Herr Lammers, sehr geehrte Frau Pathy, meine sehr geehrten Damen und Herren, Ihnen allen ein herzliches Grüß Gott aus Bayern. Herzlichen Dank, liebe Melanie, dass du das Thema Klimaschutz und Luftverkehr in die Veranstaltungsreihe zum europäischen Green Deal aufgenommen hast. Meine Damen und Herren, wir haben als Gesellschaft hohe Erwartungen an die Mobilität der Zukunft. Sie soll modern, bedarfsgerecht, klimafreundlich, sicher und natürlich bezahlbar sein. Mobilität ist eine der Herausforderungen unserer Zeit. Bayern ist traditionsbewusst, weltoffen und wirtschaftlich erfolgreich. Aber wir müssen uns auch für die Zukunft gut aufstellen. Dafür brauchen wir eine moderne, leistungsfähige und sichere Verkehrsinfrastruktur. Das heißt natürlich sehr gut ausgebaute Straßen, Wasserstraßen und Schienennetze. Aber auch unsere drei internationalen Flughäfen München, Nürnberg und Memmingen gehören dazu. Als internationaler Wirtschaftsstandort brauchen wir moderne und wettbewerbsfähige Flughäfen. Sie sind unsere Tore zur Welt und leisten hervorragende Arbeit. Der Luftverkehr verbindet Menschen in Europa und auf der ganzen Welt schnell, sicher und bequem. Und die Luftverkehrswirtschaft ist ein wichtiger Arbeitgeber im Freistaat. Während der Corona-Pandemie war dieser Bereich stark von den Einschränkungen betroffen und auch aktuell liegt das Passagieraufkommen noch ein Drittel unter dem Niveau von 2019. Wir sind jetzt aber optimistisch, dass sich die Urlaubssaison positiv auf die weitere Entwicklung auswirkt. Ich bin allen dankbar, die sich jeden Tag für unsere Mobilität einsetzen, die Menschen zusammenbringen und die Güter transportieren. Meine Damen und Herren, Fliegen bedeutet Mobilität und Freiheit, Wirtschaftskraft und Völkerverständigung. Der Luftverkehr verbindet Menschen und Märkte, aber er steht auch vor großen Herausforderungen. Die Themen Klima und Umwelt werden immer zentraler. Die Europäische Union hat sich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt. Europa soll bis 2050 klimaneutral werden. Um dieses Ziel zu erreichen, muss sich auch unsere Mobilität verändern. Der Verkehrssektor spielt dabei eine zentrale Rolle, denn er ist für rund 25% der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich. Der Luftverkehr trägt einen Anteil von gut 3%. Damit wir unsere Klimaziele erreichen, muss auch der Luftverkehr einen Beitrag leisten. Und ich freue mich, dass die europäischen Fluggesellschaften und Flughäfen mit ihrer Allianz die Klimamaßnahmen der Europäischen Union gemeinsam konstruktiv begleiten. Für die europäische Regulierung gilt für mich der Grundsatz, gut gemeint muss auch gut gemacht sein. Ich möchte das an zwei Gesetzesvorschlägen der EU-Kommission deutlich machen. Erstens, die EU-Kommission will die kostenlose Zuteilung von Emissionszertifikaten für die Luftfahrt bis Ende 2026 schrittweise abschaffen. Ab 2027 müssen dann alle Staaten, auch nicht-europäische, am internationalen Klimaschutzabkommen für die zivile Luftfahrt teilnehmen. Der europäische Emissionshandel zur Begrenzung der CO2-Emissionen hat sich bewährt. Der Anteil des Luftverkehrs an den Treibhausgasemissionen der EU liegt aktuell bei 3,8%. Zum Vergleich, beim Straßenverkehr sind es 20,4% und beim Seeverkehr 4%. Bayern unterstützt deshalb zusammen mit den anderen Ländern im Bundesrat das Ziel, dass wir die Klimakosten des Luftverkehrs stärker einpreisen. Dass einige Abgeordnete des Europäischen Parlaments den Ausstieg aus der kostenlosen Zuteilung der Emissionszertifikate bereits vor 2027 fordern, sehen wir allerdings sehr kritisch. Denn damit würde lediglich ein großer Wettbewerbsnachteil für unsere Luftverkehrswirtschaft geschaffen werden. Die Folgen wären Verkehrsverlagerungen auf Flughäfen außerhalb der EU und damit verbundenen Jobverluste in dieser Branche. Das kann nicht unser Ziel sein.
Wir können den europäischen Luftverkehr nicht in der Aufholphase nach Corona abwürgen. Außerdem müssen wir die Klimamaßnahmen immer global denken. Nur so gelingt echter Klimaschutz. Einseitige Maßnahmen helfen weder dem Klima noch der Wirtschaft. Bayern lehnt daher auch eine Kerosinsteuer ab. Der zweite Vorschlag der Kommission betrifft den Einsatz von nachhaltigen Kraftstoffen im Luftverkehr. Der Vorschlag kann durchaus ein wirksamer Beitrag zur Reduktion von CO2-Emissionen sein. Dafür braucht es aber ein marktfähiges Angebot für nachhaltige Flugkraftstoffe. Bisher können diese Kraftstoffe nur in geringen Mengen hergestellt werden. Die Hürden für den Produktionsaufbau sind hoch und der Investitionsaufwand ist enorm. Und nachhaltige Flugkraftstoffe werden mittelfristig auch teurer sein als normales Kerosin. Weil Treibstoff einen großen Teil der Betriebskosten von Flugzeugen ausmacht, bedeuten Mindestquoten für nachhaltige Kraftstoffe also erhebliche Zusatzkosten für die Fluggesellschaften. Wir dürfen uns nicht mit einer einseitigen Verteuerung in der EU ins eigene Fleisch schneiden, sondern wir müssen passende Ausgleichsmaßnahmen finden. Der europäische Gesetzgeber muss bei festen Quoten für nachhaltige Kraftstoffe aufpassen, dass es zu keiner Verlagerung auf Drehkreuze außerhalb von Europa kommt. Das wäre fatal für unsere Wirtschaft und auch klimapolitisch nicht sinnvoll. Meine Damen und Herren, wir beobachten die EU-Gesetzgebung und ihre Auswirkungen auf Bayern und Europa sehr genau. Dabei ist mir der enge Austausch zwischen Politik und Luftverkehrswirtschaft wichtig, denn nur gemeinsam finden wir die besten Lösungen. Ich begrüße es, dass unsere Flughäfen trotz der Herausforderungen in den letzten 2 Jahren weiter daran festhalten, bis 2045 klimaneutral zu sein. Wir alle wissen, dafür braucht es kräftige Investitionen in den Klimaschutz. Die Bundesregierung muss die Zusage aus dem Koalitionsvertrag einhalten, die Flughäfen auf ihrem Weg zur Klimaneutralität zu unterstützen. Dafür erwarten wir gezielte und ausreichend dotierte Förderprogramme des Bundes. Sehr geehrter Herr Lammers, unsere Zusammenarbeit hat sich gerade in Pandemiezeiten bewährt. Vielen Dank für Ihr Engagement, für eine bessere Schienenanbindung für den Flughafen München und für Ihren Einsatz für den Luftverkehrsstandort Bayern. Zu Ihrem neuen Amt als Präsident des BDL gratuliere ich Ihnen herzlich und wünsche Ihnen für diese Aufgabe alles Gute und viel Erfolg. Und danke an dich, liebe Melanie, für die Einladung. Ich wünsche Ihnen einen interessanten Austausch. Ja, herzlichen Dank an den Minister für diese einführenden Worte und für diesen großen Problemaufriss im Prinzip schon, den er hier uns gegeben hat. Es sind in der Tat ja eine ganze Reihe von Vorschlägen aus dem Fit for 55-Paket, die sich eben auch auf den Luftverkehr beziehen, sei es den Emissionshandel, sei es die Beimischung von Flugkraftstoffen. Nichts davon ist wirklich einfach und bringt natürlich eine ganze Reihe von eigenen Problemen mit sich. Und das wollen wir jetzt in dieser Panel-Diskussion mit unseren Rednerinnen und Rednern gerne ein bisschen genauer beleuchten und in Augenschein nehmen. Frau Hummel, Sie haben es schon gesagt, wir haben eine sehr, sehr gute Riege von Rednern hier mit dabei, mit Ismail Ertug, natürlich auch dem Berichterstatter für die A4-Richtlinie, also die Leitlinien für den Aufbau der Ladeinfrastruktur in Europa setzen möchte. Von daher hören wir also ganz genau und gerne zu, was uns Ismail Ertug dann erzählen wird, was das für Auswirkungen für den Luftverkehr haben wird. Dann werden wir ein bisschen was von Herrn Dr. Walter Götz hören, der eben für die zuständige Verkehrskommissarin der EU, Adina Walean, als Kabinettschef, dieses Dossier natürlich auch sehr eng verfolgt. Und dann nochmal aus der Praxis eben mit Just Lammers, dem Vorsitzenden der Geschäftsführung vom Flughafen München, und halt auch europäisch sehr aktiven, seit 30 Jahren habe ich dem Lebenslauf entnommen, sehr aktiven Akteur im Flughafenbereich, uns da wirklich nochmal Einblick in die Praxis zu geben. Aber Frau Hummel, ich würde gerne nochmal mit Ihnen anfangen. Es sind ja in dieser Green Deal-Reihe, haben wir ja schon eine ganze Reihe von verschiedenen Themen eben bearbeitet und wir kommen immer wieder dazu, es sind immer wieder Belastungen auch für die Wirtschaft. Und es kommt aus ganz vielen verschiedenen Richtungen da vieles auf die Wirtschaftsakteure zu. Jetzt also eben in diesem Rahmen widmen wir uns ein bisschen dem Flugverkehr. Wie stellt sich das denn aus Ihrer Sicht halt auch für die bayerische Wirtschaft im Prinzip dar, dass aus so vielen verschiedenen Richtungen so viele verschiedene neue Anforderungen dort anlanden? Was hören Sie aus der Wirtschaft? Wie sind die Reaktionen darauf? Findet man Klimaschutz noch gut oder sind alle langsam damit quasi satt und wollen was anderes?
Ich erlebe immer wieder, dass gerade auch in der Wirtschaft sehr wohl auch das Thema Klimaschutz ein ganz, ganz wichtiges ist und dass man da auch vorankommen möchte, dass man in vielen Bereichen auch gerade aus Bayern heraus Vorreiter sein möchte und dass man dem nach wie vor durchaus positiv gegenübersteht. Aber es ist trotzdem wichtig, verschiedene Dinge zu beachten. Wir wollen dadurch keinen Wettbewerbsnachteil haben. Das heißt, wenn es immer Lösungen gibt, gerade wenn, was jetzt hier den Luftverkehr und die Luftverkehrswirtschaft betrifft, wenn es darum geht, dass hier dann Lösungen gefunden werden, die in Europa zutreffend sind. Aber gerade der Luftverkehr ist ja was sehr Internationales. Und wir haben es gerade gehört, wenn zum Beispiel Emissionszertifikate, was ausgemacht war, dass die eben bis Ende 2026 eben nicht vor 2027 abgeschafft oder verändert werden sollen, jetzt plötzlich vorgezogen werden, dann ist es eben so, dass sich innerhalb Europas und auch unsere bayerische Wirtschaft fragt, ja, müssen wir jetzt wirklich unbedingt immer, wir sind gerne Vorreiter, aber wenn man dann eben den Wettbewerbsnachteil damit hat, weil zum Beispiel eben außerhalb Europas dann die Flugzeuge betankt werden, weil man sagt, dann muss ich auf das eine oder andere nicht so achten, dann ist es einfach ein Nachteil. Und man darf zum Zweiten nicht vergessen, also zum einen, wo haben wir wirklich dann Nachteile, Wettbewerbsnachteile? Und zum Zweiten, vieles von dem, was auf europäischer Ebene, gerade auch beim Green Deal, auf den Weg gebracht wurde, war vor dem Krieg in der Ukraine. Und ich stelle nicht die Ziele des Green Deals in Frage, aber ich finde, wir müssen die eine oder andere Entscheidung auch noch mal jetzt in dieser Zeit bedenken und überdenken. Auch das ist immer wieder ein Wunsch, den ich aus der Wirtschaft mitbekomme, wo man sagt, bitte denkt auch daran, dass wir hier nicht nur Corona jetzt haben und hatten, sondern dass eben noch mal neue Herausforderungen auch mit dem Krieg in der Ukraine da sind und dass deswegen das eben auch mitbedacht werden muss bei dem, was jetzt schon auf den Weg gebracht wurde. Inhaltlich hat mein Kollege Christian Bernreiter schon sehr viel gesagt, wo ich mich wirklich nur anschließen kann. Aber ich finde, grundsätzlich ist die bayerische Wirtschaft nach wie vor wirklich will da vorankommen, hat viele eigene Konzepte. In vielen Firmen erlebe ich, dass da wirklich auch nachhaltig gedacht wird, dass überlegt wird, wie sparen wir Strom ein, wie können wir erneuerbare Energien einsetzen. Da ist viel, viel Potenzial da, das genutzt wird. Aber Wettbewerbsnachteil und den Krieg in der Ukraine einfach auch weiter mitzudenken. Das sind zwei Themen, die immer wieder bei mir anlanden. Ja, vielen Dank, Frau Hummel, schon mal für diese Rückmeldung. Ich würde gleich gerne weitermachen mit Ismail Ertug und muss dazu sagen, er wird uns leider etwas früher verlassen müssen, weil eine Sitzung der Koordinatoren, der Shadows zu einem wichtigen Fall ansteht. Und wie diejenigen wissen, die in Brüssel sowas verfolgen, das ist wie ein Sack Flöhe hüten, die Leute alle zusammenzubekommen. Von daher freuen wir uns, dass Ismail Ertug immerhin ein paar Minuten für uns Zeit hat und ein bisschen was erzählen kann aus seiner aktuellen Arbeit zur A4, aber uns vielleicht auch die ein oder andere Antwort schon mal geben kann auf das, was jetzt bereits zweimal erwähnt worden ist. Thema Wettbewerbsnachteil und der Vorschlag des Parlaments, dass man die kostenlosen Zuteilungen bereits bis 2025 oder eben deutlich vor 2027 auslaufen lässt. Vielleicht kann ich damit einsteigen an dich, Ismail, die Frage, unterstützt du das? Macht das denn Sinn? Und hätte das denn für einen Wettbewerbsvorteil für die EU, wenn man sowas machen würde? Ja, zunächst mal vielen herzlichen Dank. Sorry auch, dass ich heute früher weg muss. Ich habe jetzt in 12 Minuten ein wichtiges Shadow-Meeting zu der A4 und ich glaube, es ist in unser aller Interesse, dass wir da einen ordentlichen Druck drauf kriegen und das dann auch abschließen können. Deswegen bitte ich um Nachsicht, dass ich jetzt dann gleich wieder los muss. Meine Parallelgespräche sind auch dem geschuldet übrigens. Das ist jetzt keine Geringschätzung dieser Veranstaltung, sondern ich muss das tatsächlich parallel jetzt vorbereiten. Aber zu der Frage nochmal, die Aviation ist und bleibt eines der wichtigen und auch politisch heiklen Themen in der Europäischen Union. Wir wissen, dass die Aviation ein globaler Sektor ist. Wir haben die Situation, dass unsere Flughäfen wie auch unsere Airlines in einem globalen Wettbewerb stehen.
Und ich kann mich an die Zeit erinnern, sicher weiter geht's auch, als wir 2010 ein solches Ansinnen schon einmal hatten und versucht haben, da eben Drittstaats-Airlines mit in dieses System hineinzuzwängen, was uns ehrlich gesagt dann nicht so richtig gelungen ist. Daraufhin musste die Europäische Kommission zurücktreten oder die Uhr anhalten, wie wir das damals genannt haben, und hat das dann auf die globale Ebene gegeben mit dem Ergebnis, wie wir sie heute vorliegen haben. Jetzt muss man dazu sagen, dass die Ausgangssituation, was die Planetrettung anbelangt, womöglich uns halt zu mehr Bewegung gezwängt hat. Und Franz Timmermans und andere in der Kommission sind daraufhin eben losgelaufen und haben versucht, diese Maßnahmen auch irgendwie zu beschleunigen. Ja, ich glaube, das ist das richtige Wort. Dass dieses Beschleunigen am Ende des Tages nicht allen gefallen wird, ist auch klar. Ich habe mich mit allen unterhalten, ja, so wie immer, und verstehe natürlich schon auch den Punkt, dass unsere europäischen Carrier gewisserweise hier in einer schwierigeren oder ungleich schwierigeren Situation sein würden, wenn wir das dann letztendlich auch umsetzen. Jetzt ist es aber so, dass dieses Dossier primär im Umweltausschuss beraten wird und wir dort auch gewisserweise die Expertinnen und Experten sitzen haben, die das aus verschiedener Sicht betrachtet haben. Ich will mich an dieser Stelle ehrlich gesagt auch nicht dazu äußern, inhaltlich, weil ich jetzt da, ich habe zwar meine persönliche Meinung, aber dadurch, dass noch nicht abgeschlossen ist, die Meinungsbildung, ich bringe sie natürlich schon auch ein, ich bringe auch die Position der europäischen Carrier mit ein. Ich versuche Ihnen auch darzulegen, dass eben die Stretches, die letztendlich von hier aus zu bezahlen sind, die kleineren sind und die anderen gewisserweise einen Vorteil hätten, weil sie halt die größeren Teile nicht bezahlen müssten. Also, aber da bitte ich um Verständnis, es ist nicht mein Fall und ich will mich da auch nicht dazu äußern in einer Periode, wo es mittendrin jetzt auch um die politische Entscheidungsfindung geht. Was ich beeinflussen kann, und das war auch der Grund der Einladung an mich, dass ich ein bisschen was über die A4 erzähle und welche Maßnahmen hier im Luftfahrtbereich im A4 enthalten sind. Auch hier hat ja die Europäische Kommission, wie ich meine, im Artikel 12 einen Vorschlag gemacht. Primär geht es hier um die Landstromversorgung. Das wissen wir alle hier, die wir am Tisch sitzen oder am Computer. Und die Landstromversorgung ist eines der entscheidenden Momente. Ich habe auch, Herr Lammers, Sie wissen, ich habe auch meinen Heimflughafen besucht und haben mir das auch zeigen lassen in München, wie das letztendlich ist. Ich weiß sehr wohl um die Schwierigkeiten, die wir dann in den Außenpositionen haben. Aber generell zur Zielsetzung der Europäischen Kommission kann man nach meiner Auffassung sagen, dass 2025 eben die Landstromversorgung dort, ich sage immer an den Gates, also an den stationären Plätzen der Flugzeuge, wohl kein Problem darstellen wird. Zumindest wurde mir das immer so dargelegt. Ich glaube, schwierig könnte es dann unter Umständen werden, wenn man die Außenpositionen herangehen will, weil da eine ganz andere Infrastruktur vorherrscht. Also sprich, wir haben da, glaube ich, Asphalt ungefähr um einen Meter herum. Das müsste dann alles aufgegraben werden und man müsste letztendlich auch die Transformatorenhäuschen oder wie man das genau nennt, auch hinbringen. 2030 ist da der Kommissionsvorschlag. Ich habe in diesem Bericht vieles deutlich ambitionierter gestaltet als den Kommissionsvorschlag, aber an dieser Stelle habe ich das so belassen, weil ich zum einen nicht will, dass man das Ambitionsniveau absenkt. Wir wissen ja auch, wie sich die Mitgliedstaaten verhalten werden. In der Regel meistens immer bremsend. Auf der anderen Seite will ich natürlich auch, dass es nach vorne geht und wir dann auch bei der Landstromversorgung wegkommen eben von diesen umweltschädlichen CO2-Emissionen, die auffallen. Deswegen habe ich hier keine Änderungen gemacht. Ich habe in einem Erwägungsgrund für die Wasserstofftechnologie noch eine Einfügung gemacht, dass Wasserstoff auch an Flughäfen möglich sein soll. Und ansonsten habe ich das so belassen, wie die Europäische Kommission das vorgeschlagen hat. Und der Rat, und das ist vielleicht nochmal, um den Vergleich zu ziehen, der Rat hat das größtenteils auch belassen, hat aber eine Ausnahme reingeschrieben, die das Ganze auch schon noch ein bisschen aufweicht, nämlich Flughäfen mit unter 10.000 kommerziellen Flügen pro Jahr würden dann komplett ausgenommen werden. Das betrifft jetzt nicht die großen
Flughäfen. Das ist mir schon klar. Insofern wird man dann in den Trilogen sehen, wo man landen wird. Aber ich persönlich kenne die Lage der Flughäfen und meine, dass ich durch ein Unterbleiben, also Unterlassen einer weiteren ambitionierten Herangehensweise womöglich beiden Seiten irgendwie dienen kann. Das jetzt mal fürs Erste, was die Landstromversorgung in der AFIR, und das ist ja der einzige Teil, den wir hier haben, betrifft. Und dabei will ich es auch bewenden lassen und weiterhin beobachten, wie die Diskussion und die politische Lage sich entwickeln wird. Ja, vielen Dank, lieber Ismail. Ich hätte noch eine kurze Rückfrage, bevor du uns dann tatsächlich verlassen musst. Und zwar haben wir jetzt auch in der Vorbereitung uns ja angeschaut und angehört am Flughafen München, diese Preconditioned Air Anlagen, die also Flugzeuge mit vorklimatisierter Luft versorgen sollen. Und das sind so Maßnahmen, die ja jetzt quasi unternommen worden sind, damit man bestimmte Wettbewerbsvorteile zumindest nicht verliert oder dass man halt zumindest an dieser Stelle, was die Infrastruktur vor Ort angeht, besser davor ist. Da waren jetzt quasi die Befürchtungen, dass die Maßnahmen, die man im Sinne der Nachhaltigkeit ja ergreift, eventuell durch die EU-Vorgaben konterkariert werden. Siehst du das auch als Problem? Ist das bei dir schon mal aufgetaucht als Anfrage? Also ich hab das aufgenommen. Artikel 12 ab 2030 ist das letztendlich dann auch enthalten. Es ist jetzt an mich nicht so herangetragen worden, dass es ein großes Problem darstellen kann. Würde mich auch interessieren, was es da problematisch geben könnte. Höre ich mir gerne an. Aber wie gesagt, ich habe denjenigen entsprochen, die das drin haben wollten, und habe es aufgenommen. Vielen Dank. Ich würde jetzt mal hoffen, dass mir die Regie ein bisschen folgen kann, weil ich mal kurz bevor Herr Ertug rausgeht, noch Herrn Lammers vielleicht die Möglichkeit geben würde, noch mal entweder eine kurze Frage zu stellen oder dann auch noch kurz darauf zu reagieren, bevor eben uns Herr Ertug in ein paar Minuten verlassen muss. Herr Lammers. Ja, lieben herzlichen Dank und erstmal grüß Gott aus München in die Runde auch allseits. Ja, sehr geehrte Frau Staatsministerin, ja, lieber Herr Ertug, lieber Walter Götz, schön, dass wir die Gelegenheit haben hier in der Runde. Und glaube gerade, wenn ich, direkt sagen darf, geradeaus mit dem Herrn Ertug, glaube ich, haben wir gerade einen sehr starken Unterstützer, auch mit viel Sachverstand, auch immer gerade wieder hier am Heimatstandort München sich die Dinge anschaut am Flughafen. Und ich glaube, das ist enorm hilfreich auch für uns, um das Verständnis einfach zu haben, wo der Schuh drückt. Und ich glaube, wenn ich direkt darauf reagieren sollte, ich glaube auch eher, dass Flughäfen und speziell auch unser Flughafen hier in München schon sehr, sehr viel tun und gut vorangekommen sind über die letzten Jahre. Also mal gerade für München, Klima machen wir ja schon seit über 10 Jahren. Das, glaube ich, ist auch immer mal wieder erwähnens- und berichtenswert. Es ist also nicht erst so, dass wir auf Fridays for Future gewartet haben, sondern gerade deutsche Flughäfen, auch München, ja sehr früh neben Lärm auch Klima ins Zentrum gerückt haben. Und deswegen auch da, glaube ich, vielleicht eine wichtige Grundsatzaussage, Flughafen München, aber auch alle in der gesamten Luftverkehrsbranche, die ich in Deutschland kenne, in Europa durch meine Tätigkeiten dort, die begrüßen alle ausdrücklich die Fit for 55-Initiative der Kommission. Die begrüßen die, wir achten das als sehr, sehr wichtig, weil alle sind sich einig, die Transformation des Luftverkehrs zu wirklich nachhaltigen und klimaverträglichen Mobilitätssystemen ist jetzt wirklich Voraussetzung, dass wirklich auch Fliegen langfristig eine Zukunft hat. Das ist wirklich unser ernst gemeintes Petitum immer an der Stelle. Und deswegen ist es ja gerade so wichtig, dass die Maßnahmen dann auch in der Umsetzung greifen und auch gut gemacht sind, was ja auch schon Anklang im Eingangsstatement von Staatsminister Bernreiter. Und insofern, wenn ich da direkt drauf reagieren dürfte, ich glaube auch, und wenn ich da dann später noch Gelegenheit habe, auch so ein bisschen auszuführen, ich glaube, das größere Thema ist wirklich jetzt in der Luft. Ich glaube, am Boden, wir Flughäfen, es haben viel auf den Weg gebracht, Bodenstromversorgungen, die Elektromobilität, die Themen sind bekannt. Herr Ertug hat sich auch angeschaut am Flughafen München. Wir waren die Ersten, die kompletten Vorfelder mit LED-Beleuchtung ja umgestellt haben. Das sind ja hunderte von Flutlichtmasten, 30 Meter hoch. Also Flughäfen tun schon sehr viel für die Bodeninfrastruktur. Und ich glaube auch, da sind weniger die Engpässe da, das zu realisieren. Aber das Größte ist halt die Turbine, das Fliegen in der Luft, und die Flughäfen machen da vielleicht 5-10% aus, sozusagen des Klimaproblems der Luftfahrt. Aber
Wir wollen ja gemeinsam mit unseren Partnern, den Airlines, das Fliegen in Gänze grün machen. Und ich glaube, das ist die große und wichtige Aufgabe. Also insofern kann ich mich Herrn Ertug anschließen. Ich höre da auch nicht unmittelbar die Themen mit der Bodenstromversorgung. Da kann man viele Maßnahmen machen in der Luft, am Flugzeug. Das ist die wichtige Aufgabe für uns in diesen Jahren. Gut, na dann vielen Dank, Herr Lammers. Vielen Dank nochmal an Ismail Ertug. Er verlässt uns jetzt. Danke für den Beitrag. Dann machen wir doch einfach gleich in der Runde weiter. Wir haben jetzt gerade gehört von Herrn Lammers, das größere Thema sei in der Luft. Dann würde ich jetzt mal Herrn Dr. Walter Götz gerne mit dazu holen, der ja seitens der EU-Kommission, wie gesagt, da auch schon einiges an diesem Fall an Zeit, glaube ich, aufgewendet hat. Und wie sieht's aus Ihrer Warte? Früheres Ende von kostenlosen Zuteilungen ist ein Vorschlag des Parlaments. Die Kommission hat das anders eingeschätzt. Ich nehme an, Sie hatten eine andere Einschätzung, auch was die Wettbewerbssituation der europäischen Flughäfen dabei angeht. Ja, vielen Dank, Frau Party. Sehr verehrte Damen und Herren, schönen Nachmittag nach München. Zunächst mal möchte ich sagen, dass wir ganz froh sind, dass wir wieder fliegen, dass der Flugverkehr zurück ist, dass die Leute wieder reisen können. Wir hatten eine schwere Zeit in der Branche, wie es in den letzten Jahrzehnten noch nie gab, mit Covid, das wurde schon gesagt, und dann auch mit dem Ukraine-Krieg. Das sind wahnsinnig schwere Belastungen für einen ganz wichtigen Verkehrssektor, den man immer im Hinterkopf behalten muss, wenn wir jetzt uns an die Regulierung machen, soweit es den grünen Deal betrifft und die Dekarbonisierung. Natürlich ist für diese Kommission der Green Deal und die Dekarbonisierung eines der herausragenden politischen Prioritäten. Und deswegen haben wir auch das Fit for 55-Paket vorgeschlagen. Und meine Kommissarin hat da vorgeschlagen, die alternativen Kraftstoffe jetzt in den Markt zu bringen. Und das setzt am Flugverkehr an und nicht so sehr am Airport-Business, also am Flughäfen. Wir brauchen einen klaren rechtlichen Rahmen mit verbindlichen Quoten in den Jahren, die auch langsam kommen, 2% bis 2025, 5% bis 2030 haben wir vorgeschlagen und dann einen stärkeren Anstieg in die 30er und 40er Jahre hinein, damit wir mit alternativen Kraftstoffen im Flugverkehr vorankommen. Ich glaube, dass das ist unsere Flaggschiff-Initiative, die eigentlich im Flugverkehr am wichtigsten ist, weil es nicht so leicht batteriegetriebene Flugzeuge gibt oder Wasserstoffantriebe, wie wir sie im Lkw-Verkehr zum Beispiel jetzt testen und auch zunehmend auf den Straßen sehen. Natürlich wird die Flugzeugtechnologie auch neue Effizienzgewinne bringen. Ein neuer Airbus verbraucht etwa 30% weniger Kerosin verglichen zum alten Airbus. Deswegen brauchen wir da eine Flottenerneuerung. Und wir brauchen auch ein besseres Flugverkehrsmanagement. Es ist auch sehr wichtig für die Europäische Kommission, dass wir mit dem Single European Sky vorankommen, wo leider die Mitgliedstaaten zu sehr bremsen. Denn da können auch noch 10% Effizienzen genutzt werden, damit wir gerade fliegen und nicht mit Kurven und mit Landeanflugverzögerungen und so weiter. Ein Hinweis noch zu den ganzen Kostenumlagen, dem Polluter Pays, wie wir sagen, der Verschmutzer zahlt. Das ist natürlich das Emissionshandelssystem, wo die Zertifikate gehandelt werden. Das ist auch die Steuerpolitik. Und natürlich führt auch unser Blending-Mandat für die alternative Kerosin auch zu höheren Kosten. Für uns ist eigentlich wichtig, dass der Flugverkehr nicht einfach nur verteuert wird, sondern dass durch diese Steuerungsmaßnahmen letztlich saubere Technologien in den Markt kommen. Und wir haben nicht vorgeschlagen, dass die Emissionshandel-Zertifikate früher auslaufen sollen, weil das abgestimmt ist mit unserem Trajectory, wie man sagt, mit unserem Auflauf, Hochlauf von den alternativen Kraftstoffen. Und wir haben auch nicht vorgeschlagen, das hat jetzt das Parlament eingeführt, aber das ist eine Position, mal sehen, was der Rat macht und wie das dann weitergeht, dass alle Flüge, die aus Europa rausgehen, auch Teil des Emissionshandels sein sollen. Das haben Sie schon angesprochen, Frau Party. Das ist eine Sache, die wie der Herr Ertug zu Recht gesagt hat, große Probleme machen wir in der internationalen Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Flugverkehrsbranche. Und wir können das schwer akzeptieren, dass wir da so isoliert vorgehen, weil das wird zu Vergeltungsmaßnahmen kommen, zu wirtschaftlichen Nachteilen für unsere Flugverkehrsbranche, was letztlich nur die Innovationsfähigkeit und die Modernisierung unseres Sektors behindert. Deswegen hoffen wir, dass das nochmal korrigiert wird. Wir verteidigen momentan unsere Vorschläge, die wir im Fit for 55 gemacht haben. Das ist ein sehr gut abgestimmtes Konzept,
auch mit der A4, die der Ismail Ertug ja hervorragend betreut, unsere Kraftstoffrichtlinie und auch natürlich die, so wie wir vorgeschlagen haben, das Emissionshandelssystem. Wir hoffen, dass es im Wesentlichen dabei bleibt. Man wird dann sehen, in den Trilogen, da gibt es immer ein Zerren an beide Richtungen. Der Rat muss auch seine Position jetzt erst noch finden. Und dann bin ich ja nicht zuversichtlich, dass wir da auch in den nächsten Jahren vorankommen mit der Dekarbonisierung. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Götz, schon mal für die erste Einordnung. Herr Lammers, jetzt würde ich noch mal zurückkommen zu Ihnen. Sie sagen ja selber auch, es geht vor allem um Ihre Situation in der Luft. Herr Götz hat jetzt auf das Thema der alternativen Kraftstoffe hingewiesen. Ist das denn für Sie auch aus Flughafensicht ein Thema, wo Sie sich einbringen? Ich habe Ihrem Lebenslauf in der Vorbereitung ja auch entnommen, dass Sie eine ganze Reihe von europäischen Flughäfen auch recht gut kennen aus eigener Managementverantwortung und vielleicht nicht nur eben die deutsche Sicht dabei, sondern vielleicht auch die aus den anderen Ländern so ein bisschen einschätzen können. Wie sieht das aus? Also alternative Kraftstoffe, wissen Sie, ab wann Sie die werden einsetzen können? Wovon gehen Sie aus? Was gibt es da vielleicht auch noch zu berücksichtigen aus Sicht des Flughafens? Ja, vielen Dank, Frau Barty. Also ich glaube, das sind mehrere wichtige Fragen. Vielleicht darf ich auch noch direkt anknüpfen an das, was Dr. Götz gesagt hat. Ich glaube, so wie ich auch die Kommission und die Kommissarin kennengelernt habe, Frau Valerian, das ist, glaube ich, sehr wichtig, diese Positionen so zu beschreiben, wie sie beschrieben worden sind, dass im Moment eben doch die Weichenstellungen in eine falsche Richtung gehen für die Luftfahrt, für die Flughäfen, aber vor allem auch für unsere Partner, die Fluglinien. Und das Einzige, wo ich sozusagen inhaltlich dann abweiche, das ist, Dr. Götz hat mit einer positiven Hoffnung geschlossen, die habe ich im Moment leider eben noch gar nicht, weil meine Sorgen sind sehr, sehr, sehr groß an der Stelle, dass es eben im Moment nicht danach aussieht, dass wir hier wirklich eine fairen Rahmenbedingungen und Wettbewerbsbedingungen haben für die europäische Luftfahrt. Und Sie haben es gesagt, gut, ich war nun immer in meinem Leben auch an EU-Flughäfen tätig und deswegen habe ich da, glaube ich, auch eine gute Innenansicht. Und das verbindet eigentlich die EU-Flughäfen gleichermaßen, dass wir sagen, die Vorschläge, wie sie eben jetzt auf dem Tisch liegen, mit den beiden ja zentralen, wichtigen Elementen, das ist der Emissionshandel und das ist eben die Beimischquote, das sind richtige Instrumente, das sind die richtigen, um eine Transformation auf den Weg zu bringen. Aber ganz, ganz großes Aber und nochmal, da bin ich im Moment leider sehr pessimistisch noch, da ist ein riesiger Kraftakt notwendig, dass wir das wirklich so ausgestalten auf europäischer Ebene, dass es nicht diese Wettbewerbsverzerrung gibt, die ja auch schon mehrfach anklangt, die einfach schrecklicher dann auch, sage ich ganz ehrlich, Ergebnisse für uns zum Beispiel als Flughafen München haben könnte. Wir haben das mal bewertet, ganz praktisch, wenn es also sozusagen zu Wettbewerbsnachteilen käme, dann würden das bei uns circa ein Viertel der Passagiere auf den Langstreckenflügen, die ja ab München so wichtig sind, bedeuten, die dann nicht mehr über München fliegen, die dann eben zum Beispiel ein Passagier, der heute von Hamburg über München nach Fernost fliegt, der steigt dann eben an einem Flughafen am Bosporus um. Das sind eben gerade die Gewinner der jetzigen Vorschläge oder auch am Golf, ganz konkret Flughafen Istanbul in Doha, in Abu Dhabi. Und das ist sehr besorgniserregend im Moment und Dubai natürlich auch. Auch London ist außerhalb der EU. Und nochmal, so wie die Vorschläge jetzt ausgestaltet sind, führen sie eben doch zu einer deutlichen Wettbewerbsverzerrung. Europäische Airlines, und wir sind ja Partner als Flughäfen am Boden, wir sind ganz eng miteinander verbunden, haben gravierende Nachteile. Die werden sich nicht in einem Jahr 1 und im Jahr 2 sozusagen niederschlagen, aber da wird was zementiert, was irreversible Schäden dann haben kann, gerade für diese wichtige Luftfahrtbranche, denn ich glaube, das klang auch mehrfach an. Wir sind eine ganz wichtige Schlüsselindustrie. Ich glaube auch gerade, wenn ich das sagen darf, in Bayern hier bei uns, Luft- und Raumfahrt ist enorm wichtig für Forschung und Entwicklung, für Innovation. Und ich glaube, das ist so schwer dann auch eben verständlich, wenn man eben als verantwortlich in der Branche selber tätig ist, dass wir hier sozusagen ja nicht einheitliche Wettbewerbsbedingungen schaffen, sondern eindeutig schlechtere Rahmenbedingungen für europäische Unternehmen. Warum sollten wir das tun? Denn gerade Innovationskraft, um das Klima zu erhalten, um klimaneutral zu werden, glaube ich, die wird immer von deutschen und von europäischen Unternehmen vorangetrieben. Wir haben mit Airbus ein tolles Unternehmen, wir haben tolle deutsche und bayerische Unternehmen, Produktionsunternehmen, wir haben die Technologie. Kleines Kompliment, ich fand ganz toll Ihren Titel, nachhaltig durchstarten. Wie ist das Richtige? Nicht ob, weil es ist ja möglich. Wir beweisen es uns heute schon. Sustainable Aviation Fuel gibt es ja schon.
Wir wissen, viel zu geringe Mengen, aber es funktioniert. Wir haben schon wieder technisch die Lösung in Europa. Wir müssen sie jetzt natürlich auch flächendeckend umsetzen, Massenproduktion von SAF haben. Aber nochmal, wir müssen das doch bitte so tun, dass nicht unsere europäische, unsere einheimische Wirtschaft benachteiligt wird. Und also da ganz, ganz große Sorge und Fragezeichen und ganz wichtige Abstimmungen, die jetzt in Brüssel da gerade vor uns liegen. Und wir schauen mit Sorge hin als Luftfahrt. Ja, danke schon erstmal, Herr Lammers, dafür. Ich würde gerne noch mal eine Rückfrage stellen. Und zwar ist das Thema Tankering, das hat auch die Ministerin angesprochen, schon mal aufgetaucht. Und Sie sagen ja auch, also sehr, sehr interessantes, anschauliches Beispiel, was das bedeutet für die Passagiere, dass die dann halt quasi woanders hingehen. Können Sie vielleicht noch mal für diejenigen, die nicht den ganzen Tag Luftverkehr machen, sagen, was das Problem beim Tankering wäre? Ja, sehr gerne. Danke der Nachfrage. Also die Rahmenbedingungen sehen ja eben vor, wie wir mit Flügen innerhalb der EU und außerhalb der EU umgehen. Und das funktioniert ja in der Luftfahrt immer so, dass Sie ja einen Flughafen haben. Und wenn Sie einen tollen Flughafen haben, wie wir ja in München mit einem tollen, starken Partner, mit einem Home Carrier, die hier Flugzeuge basiert haben, nämlich die Lufthansa in München oder auch die Starlines. Hier sind über 100 Flugzeuge basiert in München, ja, Mittel- und Langstreckenflugzeuge. Und die beginnen ihren Dienst dann immer ab München in die Welt hinaus, bringen Passagiere aber auch nach München aus Europa und dann steigen die Leute hier um. Das heißt, der Geltungsbereich von EU-Maßnahmen bezieht sich auf den gesamten Flug, den Zubringerflug und den Umsteigeflug für eine Lufthansa. Eine Airline, die ihren Sitz und ihre Homebase zum Beispiel in Istanbul am Bosporus hat, die fliegt sozusagen, wenn sie denn will, auch mit Kraftstoff, mit genügend Treibstoff zum Beispiel nach München nach Hamburg rein, wie gerade in meinem Beispiel. Und dann kann der Passagier ab Hamburg sozusagen direkt mit dieser Airline zurückfliegen nach Istanbul. Das heißt, die Fluglinie, in dem Falle eben eine türkische Airline zum Beispiel, die tankt ja nicht mal in Hamburg, bringt Kerosin also mit. Das ist das Tankering. Sie bringt ihr eigenes Kerosin mit. Und das reicht dann wieder, um zu ihrem Heimatstandort zurückzufliegen nach Istanbul. Und dann in Istanbul tankt sie auf und macht dann den Langstreckenflug, zum Beispiel nach Bangkok oder Japan. Und dieser Streckenabschnitt von Istanbul nach Bangkok oder Japan, der Langstreckenabschnitt, der ist sowieso dann nicht von der Beimischquote oder vom Emissionshandel erfasst. Aber auch der Flug in die EU rein, zum Beispiel eine Beimischquote, wenn ich ja gar nicht tanke, läuft natürlich ins Leere. Eine Beimischquote gilt dann ja nur, wenn ich tanke. Man kann natürlich dort eine Klimaabgabe einführen, man kann technische Instrumente einführen, aber das ist das Tankering an der Stelle. Ich bringe Kerosin mit in die EU rein und fliege wieder raus und der Passagier steigt woanders um. Also das ist mal ganz praktisch hoffentlich auch verständlich, warum auch diese Themen sozusagen dann die Regularien ins Leere laufen lassen. Ja. Und nichts gewonnen ist, keine Klimaneutralität erreicht wird, wir vermeiden keine Emissionen. Wir verlagern sie nur, wir fördern sie sogar nur noch. Also auch das zeigt, glaube ich, den dringenden Handlungsbedarf bei der Verbesserung jetzt der Vorschläge. Vielen Dank dafür. Auch ein bisschen nochmal zur Erklärung, was dann die Problematik dabei ist. Vielleicht könnte ich Herrn Götz dazu nochmal fragen. Frau Hummel, ich habe für Sie schon zur Vorbereitung, kommt noch was aus dem Publikum zum Thema, was das eigentlich, warum das mit der Anfahrt zum Münchner Flughafen so lange dauert. Da kommen wir vielleicht noch mal dann gleich zu Ihnen. Aber jetzt würde ich gerne noch auf Herrn Götz noch mal zurückkommen. Wie Herr Lammers ja sagt, die Beimischquote macht dann nur Sinn, wenn überhaupt getankt wird. Wie möchte die Kommission denn damit umgehen? Aber vielen Dank, Frau Partey. Der Herr Lammers hat das sehr gut beschrieben, aber hat eine Sache nicht präzise genug gesagt. Wir haben in unserem Refuel Aviation Vorschlag, der das Blending Mandat für die alternativen Kraftstoffe vorsieht, genau das angelegt, dass es eine Tankverpflichtung geben soll für die Turkish Airlines in Hamburg, wenn sie ihren Zubringerflug nach Istanbul macht. Das wissen Sie auch. Wir können tatsächlich mit dieser Kerosinaufnahmepflicht Flüge erreichen, die in Europa starten und auch nach Drittstaaten rausfliegen. Auch übrigens eine Zwischenlandung von einem Gulf Carrier in Frankfurt und der weitergeht nach New York, wäre dann in München Flughafen oder Frankfurt Flughafen von dieser Tankering Obligation erfasst und müsste auf diesem aus Europa rausgehenden Flug tatsächlich auch die notwendige Kerosin mit den alternativen Kraftstoffanteilen in Europa aufnehmen. Das haben wir so vorgeschlagen. Deswegen ist das Problem Tankering zu einem Teil von uns erfasst.
Es gibt einen Teil, der nicht erfasst ist, da stimme ich Ihnen zu, nämlich der Weiterflug von Istanbul nach Hongkong zum Beispiel. Das sehe ich aber auch nicht so recht, wie wir den hätten mit einer Tankverpflichtung erfassen sollen. Istanbul ist nun mal außerhalb unseres Geltungsbereichs der EU und dann wären wir wirklich richtig astrein im extraterritorialen Bereich und Sie können sich denken, was das ausrichten würde, wenn wir Vorschriften machen würden für solche Flüge Doha, Hongkong oder Istanbul, Singapur. Ich glaube, dass dieser internationale Flugverkehr, also der globale Flugverkehr, tatsächlich auch globale Lösungen braucht. Und dafür haben wir unsere ICAO in Montreal, die internationale Luftverkehrsorganisation. Und die hat ja auch dieses CORSIA-Abkommen, wurde da abgeschlossen, auf Drängen der EU. Das heißt, Flüge, die international gehen, nahezu alle Staaten der Welt sind Mitglied bei ICAO und haben dieses CORSIA Agreement auch unterzeichnet, die sollen eben auch die Zuwächse der CO2-Emissionen im globalen Flugverkehr reduzieren. Und da gibt es dann auch ein Market-Based Mechanism, das ist natürlich im Wesentlichen über Offsetting, um letztlich auch dafür zu sorgen, dass CO2-Reduktionen stattfinden. Die Gefahr, die ich sehe, ist, dass wir in Europa dieses CORSIA selber verletzen, indem wir hergehen und unser Emissionshandelssystem, was nur innerhalb Europas angewendet werden soll, nun auch auf Flüge anwenden sollen, die aus Europa rausgehen. Ich rede nicht über die Beimischungspflicht, ich rede über das Emissionshandelssystem. Ist was für Spezialisten, aber da müssen wir aufpassen, dass wir da nicht die globale Flugverkehrswelt gegen uns aufbringen von Seiten des Emissionshandelssystems, sodass die dann sagen, dann brauchen wir auch das CORSIA nicht richtig implementieren. Ich glaube, es ist notwendig, dass die Europäische Kommission sich im Bereich ICAO dafür einsetzt, dass wir auch eine Weiterentwicklung des CORSIA-Instruments bekommen, sodass wir diese globalen Flüge auch erreichen können. Frau Patti, ich glaube, dass es auch Lösungen geben wird, mittelfristig und langfristig, die aus in anderen Regionen der Welt zur Dekarbonisierung führen werden. Unterschätzen Sie nicht Fluglinien wie Qatar Airlines oder Turkish Airlines oder Singapore Airlines, um nur ein paar Beispiele zu nennen, die auch sehr stark natürlich in Greening Fleet gehen, die neueste, modernste Flugzeuge zum Teil haben und die auch ein Interesse haben, alternative Kraftstoffe zu tanken. Deswegen glaube ich, dass diese Prozesse auch international parallel laufen und dass dieses Carbon Leakage, was Sie beschrieben haben, Herr Lammers, ein Problem ist, das ich nicht abstreiten möchte, aber das vielleicht in der Bedeutung es sich ein bisschen reduziert. Das würde ich mal so sagen. Wir sind uns dessen bewusst. Wenn natürlich der Co-Legislator, also im Rat und Parlament, jetzt sagen wir mal, eine Lösung entwickelt werden würde, dann würden wir uns dem nicht verschließen, das uns nochmal anzugucken. Aber im Moment haben wir es nicht vorgeschlagen, wegen diesen extraterritorialen Effekten, die das mitbringen würde. Danke. Vielen Dank, Herr Götz, auch nochmal für die Erklärung und für die Einordnung. In der Tat, also globale Rahmenabkommen wären natürlich hilfreich, sind aber noch komplizierter als das, was wir hier innerhalb der EU ja immer erleben. Wenn wir jetzt jenseits vom Emissionshandel und den alternativen Kraftstoffen nochmal gucken, vielleicht Frau Hummel auch an Sie die Frage, ich habe schon angekündigt, das kam hier aus dem Chat. Rundrum, also eine bessere Anbindung zum Beispiel des Flughafens, eine nachhaltigere Anbindung der Flughäfen insgesamt, würde das eventuell auch dazu beitragen, dass ja unser Ziel dieser Klimaneutralität bis 2050 besser erreicht werden könnte? Was gäbe es aus Ihrer Sicht noch, was man eben drumherum machen kann? Es ist völlig richtig, dass wir einerseits natürlich überlegen müssen, wie kann man CO2 einsparen in der Luft, aber dass es auch notwendig ist, sich zu überlegen, wie kann man sozusagen am Boden eben auch im Flughafen selber, auch hier ist der Flughafen München schon wirklich gut aufgestellt, hat viele schon vorangebracht, aber eben auch der Transport zum Flughafen. Momentan ist es ja so, dass etwa ein Drittel aller Fluggäste und auch der Beschäftigten vom Flughafen die Bahn nutzen, was jetzt ein ganz guter Wert auch ist, aber gleichzeitig natürlich auch die Frage, wie kann man das noch verbessern? Sie wissen, dass wir in Bayern ja die zweite Stammstrecke auch ausbauen wollen und hoffen uns dadurch eben auch nochmal einen Benefit für den Flughafen. Und zweitens ist es aber auch so, dass auch aus dem Nordbayerischen, aus dem Oberpfälzerischen die Anbindung inzwischen auch nochmal verbessert wurde, sodass es auch diese Möglichkeit inzwischen vielfach genutzt wird, wie ich von Abgeordnetenkollegen selber die letzten Wochen immer wieder erfahren habe. Und
Es ist aber auch so, dass wir uns wünschen würden, dass wir im Deutschland-Takt, was der Bund plant, dass man auch da den Flughafen München mit aufnehmen würde, um eben hier auch in diese Planungen das mit einzubeziehen. Das ist eine Forderung Richtung Bund, auch hier diesen Deutschland-Takt eben Flughafen München mit im Blick zu haben. Wie schon gesagt, wir tun einiges auch über Machbarkeitsstudie, was die Bahnen vor Ort betrifft, was man da noch verbessern kann. Aber wir wollen eben da auch, dass der Bund uns in dem Bereich noch mithilft. Wie schon gesagt, wir tun einiges von Bayern heraus, aber wir sind auch da noch auf dem Weg, ein Stück voranzukommen. Wir haben aber auch einiges schon erreichen können. Ja, vielen Dank. Also es ist halt ein Gesamtpaket. Ne? Auf allen Ebenen muss vieles getan werden. Herr Lammers, ich würde gerne noch mal zu Ihnen kommen. Die Flughäfen als solche, können die denn auch, also es gibt ja da auch durchaus Zielsetzungen, dass man halt den Flughafenbetrieb quasi neutraler, klimaneutraler gestaltet. Was können denn dort zum Beispiel noch für Aktivitäten stattfinden, die dazu beitragen, dieses Klimaschutzziel mit 2050 Klimaneutralität zu erreichen? Ja, ich glaube, Flughäfen, auch gerade jetzt, ich sag mal, in der EU, viele hundert haben sich ja schon verpflichtet, seit vielen Jahren auch eben genau ihre Hausarbeiten dort zu machen. Es sind ja immer wieder drei wichtige Säulen, die beim Flughafenbetrieb die Möglichkeiten geben zur Neutralität oder auch dann perspektivisch zum Net Zero. Das ist immer wieder natürlich die Primärenergieversorgung. Wo beziehe ich eigentlich meinen Strom her? Flughafen ist nun mal Infrastrukturbetrieb. Wenn es gelingt, eben grünen Strom für den Betrieb von Terminals, Befeuerung und dergleichen zu haben, das ist ein ganz großer Hebel. Und der zweite große ist natürlich immer das Vorfeld, die Elektromobilität, viele Busse, viele Geräte, Spezialgeräte, die man ja immer auch sieht als Passagier. Das ist der zweite große Hebel. Da haben wir zum Beispiel in München jetzt schon die Rate über 40% aller Geräte hier. Da haben wir ja auch Möglichkeiten als Flughafen, haben wir eine Flughafenbenutzungsordnung. Wir arbeiten also nicht nur an uns selber als Flughafengesellschaft, sondern geben ja auch die Rahmenbedingungen für alle anderen Unternehmen, die hier tätig sind. Also in München zum Beispiel über 500 Unternehmen sind hier ansässig, alles Dienstleister, Behörden, Airlines. Und wie gesagt, diese Spielregeln für alle so zu gestalten, dass alle in dieselbe Richtung laufen, ist sehr wichtig. Und dann natürlich immer wieder die Themen Beleuchtung. Ich habe schon gesagt, LED-Beleuchtung heutzutage, nicht nur in Bürogebäuden, sondern auf dem Vorfeld haben wir es überall. Das sind wichtige Dinge, die PCA-Anlagen, also Preconditioned Air ist wichtig, haben wir ganz flächendeckend überall schon umgesetzt in München gerade. Das heißt, man braucht nicht mehr, wenn das Flugzeug am Boden ist, die sogenannte Hilfsturbine, die dann Strom liefert, um das Flugzeug zu kühlen oder zu erwärmen, sondern sie haben da im Grunde ein Kabel, sag ich mal, vereinfacht. Also das sind ganz viele Investitionen, viele kleine, große Maßnahmen. München, wir haben über 150 Millionen Euro da die letzten Jahre zur Seite gelegt, von den Gesellschaftern genehmigt bekommen. Über 300 kleinere Maßnahmen. Es ist sehr viel Fleißarbeit. Viele kleine Dinge immer wieder zu vermeiden. Wir zum Beispiel sind auch dabei, unsere Enteisungsmittel zu 60% wiederzugewinnen, aufzubereiten. Also das ist schon eine Kreislaufwirtschaft und viel Arbeit. Also da kann man unendlich viel tun. Flughäfen und Luftfahrt, glaube ich, insgesamt. Wir haben da auch einen guten Austausch, sind da in einer engen Verständigung. Man lernt voneinander. Das ist ja auch sozusagen, da ist wirklich Wissen wirklich ein Faktor, ja, der sich vermehrt, wenn man ihn teilt. Das gilt gerade bei solchen Themen. Jeder ist immer für Best Practice dankbar und da passiert viel und ist trotzdem natürlich noch ein Weg. Aber wir wollen in München deutlich vor 2030 da schon sein und da sind wir auf einem guten Weg aktuell. Ja, vielen Dank. Es ist ja in der Tat, sehr viele Aktivitäten sind möglich, sagen Sie. Herr Götz, jetzt würde ich gerne noch mal zu Ihnen kommen. Wir sind schon quasi schon fast wieder am Ende sozusagen auf der Zielgeraden. Aber ich würde Sie gerne noch mal fragen, wissen Sie, wieso der Stand, bei mir wird gerade dunkel, weil die Sonne verschwindet, aber wissen Sie, wie der Stand ist beim Thema alternative Kraftstoffe? Also was erwarten Sie, bis wann da wirklich eine Alternative umfangreich da sein kann, die dann halt auch von den Fluggesellschaften genutzt werden kann. Wie glauben Sie, ist der Entwicklungspfad da? Also Frau Patillon, den Entwicklungspfad haben wir in unserem Gesetzesvorschlag eigentlich ziemlich genau dargelegt. Nicht? Das sind diese, momentan haben wir praktisch keine SAF verfügbar, also 0,05%
Lufthansa sagt immer, sie könnten einen halben Tag mit dem ganzen Deutschland verfügbaren SAF fliegen und dann wäre es aufgebraucht. Wir haben dann 2% bis 2025 und 5% bis 2030 und dann geht es in die höheren Quoten dann 2030, 2040 in die 40er Jahre hinein. Momentan gibt es fast keine SAF und die müssen jetzt sehr stark und zunehmend in den Markt kommen. Und dafür haben wir auch eine, dann natürlich die gesetzliche Verpflichtung. Dann gibt es eine Nachfrage, eine Nachfragesteuerung, die wir machen. Aber wir hoffen eben auch, dass letztlich auch die Industrie dann auch das Angebot liefert. Da haben wir auch eine Alternative Kraftstoff Alliance jetzt aufgestellt, damit die notwendigen Stakeholders zusammenkommen, um den Markt auch zu schaffen. Und natürlich geht auch sehr viel Forschungsgeld jetzt in diesen Bereich und auch sehr viel grüne Investments. Also von daher bin ich eigentlich zuversichtlich, dass wir das hinkriegen. Technisch ist es möglich. Es gibt schon Testflüge von Airbus, die mit 50% Beimischungsquote fliegen oder sogar höhere Quote. Ich möchte aber auch nochmal auf einen Aspekt hier hinweisen, der wirklich im Flugverkehr wichtig ist. Das ist auch das Thema Sicherheit. Es ist sicherlich auch aufgefallen, dass wir seit mehreren Jahren eigentlich praktisch keine Flugzeugunfälle mehr haben oder nur noch sehr wenige und oft außerhalb Europas. Wir haben einen wahnsinnig hohen Stand an Sicherheit und das betrifft alle Operationen im Flugverkehr. Da gehören auch die Kerosinstandards dazu, da gehört das Enteisung dazu, da gehören das Luftverkehrsmanagement dazu. Wir können viel tun für den Klimaschutz, aber es bleibt immer in den Grenzen der Sicherheitsvorschriften, die wir in dem Bereich haben. Das sollte man nicht vergessen. Und deswegen ist das SAF auch eine ganz andere Qualität, als wenn wir da über die Beimischungsquote im Straßenverkehr oder sogar im Schiffsverkehr sprechen, wo mit ganz anderen Kerosinen auch mit anderen Treibstoffen fahren oder segeln könnte. Und der andere Hinweis, da würde ich aufhören, Frau Party, ist eigentlich, vergessen Sie nicht, der Flugverkehr hat nur 2 bis 3% CO2-Emissionen global. Wir behandeln ein wichtiges Problem, aber in der Quantität ein kleines Problem. Was mir sehr wichtig ist, immer wieder darauf hinzuweisen, dass der Flugverkehr in Europa eigentlich das beste Beispiel ist, eines der besten Beispiele für die Vorteile des Binnenmarktes. Noch nie sind die Leute so sicher, so preisgünstig und so auch nachhaltig verglichen zu vor 20 und 30 Jahren noch in Europa geflogen. Und es gibt viele Regionen in der Welt, wo es keine so grenzüberschreitende Binnenmarkt gibt, wo es sehr teuer ist zu fliegen, wo es Fliegen nur aber auch vorbehalten wird für die Reichen, für die hohen Einkommen oder für die Businessflüge. Und ich finde, man sollte die Demokratisierung des Flugverkehrs auch als etwas Positives vermerken in Europa. Wir müssen die Leute auch das Fliegen bezahlbar halten und auch den Flugverkehr am Leben halten. Es ist nicht nur wegen den Passagieren und der Konnektivität. Ich finde auch, das sind wir auch in der Verantwortung für die Hunderttausenden von Beschäftigten, die direkt und indirekt in der Flugverkehrsbranche arbeiten. Vielen Dank. Ja, vielen Dank dafür. Ich nehme an, alle Urlaubenden würden sich auch dem anschließen, dass sie gerne bezahlbare Flüge haben wollen. Jetzt auch noch mal ganz kurz an Sie, Herr Lammers. Wir sind quasi kurz vor Ende. Noch mal die Frage, wie stehen Sie da, auch was die finanzielle Unterstützung angeht? Würden Sie sich von der Kommission beispielsweise noch mehr wünschen oder sagen Sie im Prinzip, sind wir eigentlich ganz gut versorgt. Es gibt genügend sozusagen finanzielle Rahmenbedingungen, Förderfazilitäten, die wir nutzen. Also ich glaube, wenn ich das mal so rückschauend da sagen darf, das haben wir ja auch, glaube ich, immer wieder adressiert. Jetzt rede ich natürlich als Flughafenchef München, nicht für die gesamte Luftfahrt, dass man schon gesehen hat in der Krise, die war ja auch noch die letzten 2 Jahre, das vergisst man ja so leicht, da haben Flughäfen sehr gelitten. Ja, die wirtschaftlichen Belastung für Flughäfen waren auch enorm und trotzdem haben ja doch gerade, wenn man sich das auch europäisch anschaut, gerade Fluglinien sehr viel früher und sehr viel mehr Hilfe erfahren finanziell. Also insofern glaube ich, ist es da immer gut angelegtes Geld, auch Flughäfen nachhaltig zu fördern, gerade bei den wichtigen Themen, die sie angesprochen hat. Und ich würde gerne noch vielleicht, das reizt mich schon noch mal, eine kleine Replik auch in Richtung Walter Götz, das Stichwort, was wir ja gerade hatten. Ich sehe auch, wir wollen natürlich alle günstiges Fliegen. Das ist auch wichtig, glaube ich, das sehen wir genauso. Aber deswegen finde ich auch gerade wichtig, und da habe ich einfach eine andere Haltung aktuell, wenn ich das schaue, immer wieder noch mal zur Beimischquote, nämlich diesen Flug, den wir jetzt mehrfach hatten, von einem außereuropäischen Drehkreuz in die Ferne.
Ich glaube, da ist meine Sorge doch sehr viel größer. Ich glaube nicht, dass Wettbewerber unserer europäischen Airlines sozusagen aus Goodwill heraus auch Beimischquoten automatisch einführen werden. Das sind einfach Wettbewerbsnachteile. Und ich glaube, die werden auch zur Verteuerung von Tickets für europäische Airlines-Flüge führen. Und da würde ich einfach auch den Vorschlag gerne aufgreifen, der genannt worden ist. Ich würde einfach die Europa ermutigen, Brüssel mutiger zu sein. Ich meine, wir haben ja das Beispiel in Deutschland. Wir haben über 10 Jahre eine deutsche Luftverkehrssteuer. Und die ist ja genau da so ausgerichtet, dass sie endzielbezogen sich orientiert. Und das könnte ja auch die Lösung sein für diese außereuropäischen Langstreckenflüge, eben mit Umstieg außerhalb der EU, nämlich, dass man sich daran orientiert. Das ist natürlich eine Aufgabe der europäischen Mitgliedstaaten, hier eine Abgabe vielleicht einzuführen, für jeden Passagier endzielbezogen. Weil das Geld, anders als heute bei der deutschen Luftverkehrssteuer, könnte man ja zweckgebunden genau für nachhaltige Kraftstoffe dann einsetzen. Das ist ja heute nicht der Fall. Die Luftverkehrssteuer wird eingesammelt seit vielen Jahren. Das ist immer im Ticket drin, da sehen wir Passagiere gar nicht mehr. Es gibt 3 Kategorien, Kurz-, Mittel-, Langstrecke. Aber so ein Pendant, das kann ja auch ein Beispiel sein für eine Beimischquote. Und dann zahlen eben alle, nicht nur die europäischen Airlines und Passagiere auf europäischen Flügen mit europäischen Airlines, sondern das ist ein Mittel, und die könnte man doch wieder zurück ins System bringen und dann nachhaltiges Kraftstoff entwickeln. Also vielleicht das nochmal so ein größerer Bogen, weil, wie gesagt, das ist für mich schon ein großes Sorgenfeld, gerade mit einem europäischen Drehkreuzflughafen. München gerade wieder einer der besten in der Welt gekürt. Und da habe ich einfach Sorge, nicht in 3 Jahren, nicht in 5, aber wenn ich auf 10, 15, 20 Jahre schaue, da passiert was. Und das ist irgendwann irreversibel. Also deswegen ist mir das nochmal wichtig. Dankeschön, dass ich das nochmal erwähnen durfte. Ja, vielen Dank, Herr Lammers, dafür. Frau Hummel, wir sind schon wieder am Ende. Was nehmen Sie jetzt mit als Hausaufgabe? Worüber freuen Sie sich als Aussage? Ich nehme an, dass der Münchner Flughafen einen Preis gewonnen hat, ist durchaus positiv. Aber wo sagen Sie, damit werden Sie jetzt quasi weitergehen und sich auch in Brüssel bemerkbar machen? Also zum einen erstmal herzliches Dankeschön an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die heute dabei waren, auch gerade in der Diskussion. Lieber Herr Dr. Götz, lieber Herr Lammers, aber auch dann den Abgeordneten Ertug. Nochmal ein herzliches Dankeschön dem Kollegen auch Christian Bernreiter. Und ich nehme nochmal mit, dass wir hier in Bayern auch wirklich engagierte Flughafenchefs haben, die sich da dem Klimaschutz sehr verschrieben haben, die eben hier auch entsprechend schon viele Maßnahmen auf dem Weg gebracht haben und sich kümmern, aber dass wir gleichzeitig eben hier auch weitermachen wollen. Und was für mich wichtig ist, einseitige europäische Maßnahmen in einem Bereich, der wirklich international global ist, dass es eben dann wieder Wettbewerbsnachteile bringt und dass wir deswegen immer genau drauf schauen müssen bei all den Entscheidungen, wie sieht es damit aus. Und jetzt noch eine Bemerkung über den Flugverkehr hinaus. Ich würde mir persönlich noch wünschen, dass wir nicht nur alternative Kraftstoffe beim Flugzeug erlauben, sondern auch bei den Autos, um auch hier diese Technologieoffenheit zu haben. Auch das wäre ein Wunsch als bayerische Europaministerin. Aber ansonsten werden wir natürlich schauen, dass der Green Deal, dass die Umsetzung läuft, aber eben auch in einem Schritt und Tempo mit der Wirtschaft zusammen, weil nur gemeinsam kann es gelingen. Und vielen herzlichen Dank auch, liebe Frau Parti, an Sie für die tolle Moderation wieder. Ja, ich danke auch allen, die dabei waren, an die Rednerinnen, an Sie, die Ministerin und allen Zuschauenden, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielen Dank und einen schönen Nachmittag.